Ja, Michael Wille. Ja, jetzt kommt da Stefan Benecke dann irgendwann ran. So, und der Martin Fuhrmann mittlerweile auf Platz 2 wird wohl bald die zweite Position übernehmen von Peter Petrikowski. Ja, der hält sich aber hier wacker auf Platz 2. Würde ich mal ein Kompliment an Peter Petrikowski sagen. Ja, von mir auch. Ist mir eben auch schon aufgefallen, speziell die ersten Martins, die haben sich im Vergleich zur letzten Saison ganz, ganz stark gesteigert. Da war halt zum Beispiel Peter Petrikowski war halt immer ziemlich weit hinten, aber hier fährt er hier auf Platz 2 und das ist ziemlich solide, also ist gar nicht schlecht. Ja. So, ich versuche mit so ohne Maus hier weiter zu kommentieren. Die Maus momentan irgendwie ein Geist aus dem Auge gegeben. Aber wir haben noch Tasten. Jo, ja, wird jetzt schon richtig eng zwischen den beiden. Martin Fuhrmann kommt hier besser raus. Ja, jetzt entweder er steckt zurück, aber. Das hat er wieder durch. Das war halt ganz eine Geschichte. Ja, da hat auch jeder ein bisschen mitgespielt, weil er hat gewusst, der wird ihn sowieso nicht halten können. Und ob das jetzt eine halbe Stunde früher oder später passiert, das Überholmanöver, wäre jetzt auch egal gewesen. Und da steht, glaube ich, die erste Überrundung gab es schon. Ja. Der Kai Knebel hat nämlich den Mirko Meyer überrundet. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht durcheinander kommen, nicht, dass wir irgendwelche Autos verwechseln. Jo. Schauen wir mal, der Kai Knebel da vorne auf der langen Geraden jetzt schon wieder. Martin Fuhrmann 15 Sekunden dahinter. Schauen wir mal, wie der jetzt aufholen kann oder ob er aufholen kann. Oh, der Michael hängt hinterm Stefan Denecke. Ah, schaut mal, was da dran. Wird wohl jetzt gleich ein Überholfeld starten, erfolgen. Ja, jetzt kommen wir hier durch die Kurve. Gucken, wie rausgeschlagen. Ja. Diesmal kommt Michael da auf jeden Fall ganz gut durch. Ich kann ja gleich mal einen Topspeed-Vergleich machen. Da gucke ich mal ein bisschen durchs Feld und schreibe mal auf, welches Auto hier die höchsten Topspeeds hat. Ja, mach das mal. Dann können wir mal schauen. Michael wurde ja so hoch gelobt für seinen Topspeed. Wirklich nicht immer so, aber ja, würde uns mal interessieren, wie der jetzt also generell aussieht. Jetzt wird hier ein Dreikampf. Das müsste. Wer ist das davon? Das ist der Manfred Schneider. Ah, der scheint ein bisschen ältere Reifenprobleme hier wahrscheinlich zu haben. Das kommt nicht so richtig weg. Kommt nicht weiter nach vorne hier, die SKL-Chen. Da müssen wir doch mal einen Boxenstopp einlegen. Und ganz enge Kiste mit dem Porsche und dem SRS von Stefan Denecke und Michael Wille. Oh. Da hat der Stefan Denecke einen Fehler gemacht. Ist auch 10 jetzt zurückgefallen. Also bei den ersten beiden Autos, die ich mir hier mal angeschaut habe, sind Stefan Bukowatz und Dieter Himmel. Die haben beide die identische Topspeed von 263 km/h. Ja. Also was ich vor dem Training hatte, Michael mit 260 so in den Dreh, also da liegt er auf jeden Fall mit vorne. Jetzt greift Michael hier den SKS von Manfred Schneider an, beide stehende Räder hier. Wir rennen wirklich hier auf der höchsten Rille. Aber beide sind durch die Kurve gekommen. Michael versucht jetzt hier im Windschatten Manfred Schneider zu bleiben und am Ende der Geraden vielleicht wieder einen Versuch zu starten. Ja. Und bremst sich daneben. Ja, kommt hier ein bisschen weiter raus, aber kann die Linie halten. Und ist vorbei. Ich schaue da gerade mal, ob ich meine Maus hier wieder zum Laufen kriege. Also Oster kam im SLS, hat 265, also 2 km/h mehr als die beiden anderen. Und Rieder und Mirko Meyer, die haben beide 261, fahren wahrscheinlich einen höheren Flügel, aber hatten beide auch schon die Stoßstange ab. Also ist auch wahrscheinlich ein bisschen durch die Aerodynamik beeinträchtigt. Während von Borzyskowski hier auch 262 km/h fährt. Mal gespannt, was mein Teamkollege so aufs Dach bringt.
So, leider immer noch kein Lebenszeichen von der Maus. Nee, hier war es trotzdem eng. Überrundung mit dem Meier. Henning Wollert. Das ist der nächste Gegner von Michael Welle. Michael Welle würde dann schon auf Platz 6 vorrücken. Ja, der Henning hat hier nicht so einen hohen Topspeed, wie es scheint. Michael kann sich jetzt schon daneben setzen und Wolf. Oh, hier. Also die Topspeeds liegen bei ihm eigentlich im gesamten Feld so um die 261 bis 62, aber Peter Petrikowski hat hier ohne Windschatten 271 drauf. Der Peter, der alte Hauding. Oh, es gab schon eine kleine Berührung zwischen Michael Will und Henning Wollert. Schauen wir mal weiter vorne, der Peter. Frank Bauer schnappt sich jetzt wahrscheinlich Peter Petrikowski. Ne, steckt mir mal zurück. Ja, oh, doch, hat ihn jetzt überholt. Oh, da kommt aber ganz weit raus. Ja, der Peter hat seine Reifen vielleicht schon ein bisschen am Ende, dadurch, dass er in anderen Sektoren. Oh, jetzt kommt der Michael auch sehr, sehr stark da einen ran. Während wir auch jetzt die Hälfte vom Rennen absolviert haben. Ah, nicht ganz, aber noch. Ich finde, glaube ich, 8 Minuten. Also, ich habe jetzt die 38 Minuten auf der Uhr. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob das mit dem Timing ist. Du, Petrikowski auf der letzten Rille. Und Michael, vielleicht, ja, aber schauen wir den Topspeed an. Er wird Michael schwer haben. Wenn er den siebten Gang weit genug gelegt hat, dann kann er da sich mit ziehen lassen. Und ja, bremst du, aber. Eieiei, er kommt kurz her und. Petrikowski verschätzt sich auch. Eieiei, dann fällt jetzt auch richtig zurück. Als Michael gerade nochmal für sich hinbiegen kann. Ja, Michael hat hier auch eigentlich 500 oder über 500 Testrunden, also hat ja auch wirklich sehr viel trainiert, ist jetzt lieber nach dem Qualifying Göttern vielleicht nicht wirklich topfit am Start, aber fährt hier wirklich ein sehr ordentliches Rennen. So, jetzt schauen wir uns mal die Topspeed vom Führenden an, von Kai Knebel. Gerade ich gesehen habe, wo ist denn der Frank Bauer hin? Oh, der Frank Bauer ist in der Box gewesen. Sieht also schwer nach einer Zwei-Stopp-Strategie aus. Dann mehr versucht die Reifen über die Distanz jetzt zu retten. Weiter vorne bei Knebel. Martin Kummer noch 2. Und derjenige dreht sich. Und mein Teamkollege kommt vorbei. Er dreht sich nicht, er dreht sich so halb und bleibt dann stehen. Verstehst du? Wo haben wir ihn? Auf Platz 13. 13. Jetzt ist dein Teamkollege auf Platz 12 vorgerückt.
Ja, Abstand zu Stefan Denecke ist gleich über 3 Sekunden angewachsen. So, ich habe jetzt von jedem Auto mal die Topspeed aufgeschrieben. Also der Schnitt bei der Topspeed liegt so bei 262 km/h. Die niedrigste Topspeed hatte Thomas Sutter mit 257 km/h. Und die höchste Topspeed, Peter Friedrich Topspeed, bei 271. Herrgott, mir fällt gerade auf, der Jörg Degenkolber hat nicht etwa Escape gedrückt, nein, er wurde disqualifiziert. Oh. Das war garantiert, er hat den Frühstart hingelegt und wollte dann in die Box die Stop and Go oder die Durchfahrtsstrafe absitzen, aber die Box hat es irgendwie nicht kapiert oder hat vergessen, das einzustellen, was ja öfter mal passiert. Und dann hat er einen normalen Boxenstopp gemacht und dann wollte er es in der nächsten Runde machen, aber das war dann zu spät und deswegen wurde er disqualifiziert. So wird das wohl gewesen sein, da lege ich mich mal fest. Während hier Wille gegen Schneider gegen Kohlsch wirklich auf 2 Metern Abstand hier passiert, auf Platz 3, 4, 5. Ja, habe ich hingeschaltet, ja. Und jetzt hier Schneider, kommt jetzt vorbei. Und Wille zieht gleich mit. Aber versucht es zumindest, aber das wird immer nicht. Oh, doch, da. Oh, beide zusammen durch die Kurve. Okay, Schneider kommt hier jetzt am besten durch. Ja. Warte mal, 2 überholt. So, unser Top-Speedmann des Events steht in der Box. Fällt jetzt schon auf Platz 12 zurück. Was war denn? Ja. Da war der Frank Bauer, ja, der war wirklich etwas vor ihm. Ja, der Ach, Sande, jetzt ist auch noch bei Kohlsche Welle der Dieter Himmel dazugestoßen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, der Dieter war vorhin, glaube ich, gerade in der Box. Ja, also das bringen wohl die frischen Reifen, würde ich sagen. Ja. Überholt einfach mal den Christian Kohlsch innen in der Kurve. Ja, das sind mit Sicherheit die Reifen. Ja, weil der Himmel ist, glaube ich, auch eine Runde zurück. Peter Kopf, die DNF, was ist da denn los? Ach, du Liebe. Oh, Michael, ganz. Den hast du nicht mehr. Ich gehe mal gerade zum Peter und frag mal, was da los war. Ja. Oh, Michael Welle hier im Drift. Wo muss da den Dieter Himmel jetzt passieren lassen? Gut, ist halt nur eine Druckrundung. Tut nicht weiter weh. So, da bin ich wieder. Ja. So, Michael Welle, ja? Also, ja, während hier gerade Kai Klebel und Joris Schäffert in die Box kommen, er hat gesagt, es ist ausgegangen. Wer war da jetzt wohl nicht, weiß nicht, ob er genervt war jetzt? Nein, ich könnte mir entweder vorstellen, dass einfach sein Airfoxer abgeschmiert ist, oder dass irgendwie sein Auto ausgegangen ist, entweder wegen Motorschaden, oder er hat vergessen, sich den Starter zu belegen, was natürlich doppelt bitter wäre. Das stimmt, ja. Weil er war ja wirklich sehr, sehr, sehr gut unterwegs. Oh, Kai Knebel und Martin Fuhrmann kommen fast zeitgleich aus der Box. Oder ja, sie kommen eigentlich zeitgleich aus der Box. Nur hat der Martin kurz gewartet. Oh, Michael Welle. Michael Welle dreht sich. Ja, oder? Einmal habe ich nur gerade gesehen. Moment, ich kann einfach mal zurückspulen.
Wo war das denn, die Spitzgera? Die Spitzgera, ja. Hat sich hier gedreht, ist ein bisschen zurückgefallen. Noch auf P2, also die anderen sind an der Box gewesen. Oh, das war aber sehr, 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 sehr knapp. Er hat sich beim Bremsen, kam schon der Sack und dann stand er quasi so genau gegen die Fahrtrichtung und ist mit einem halben Meter Abstand innen noch der Christopher von Prozyskowski lang gefahren. Das war wirklich sehr, sehr knapp. Das hätte auch ganz anders enden können. Ja, gerade nochmal gut für ihn. Da, Michael will ganz weiter außen, da wollte er jetzt nicht, will er in die Box gehen. Trifft da außen der Porsche, der da auch sehr weit nach außen getragen wurde, trifft ihn jetzt fast. Und hier der Himmel mit den neuen Reifen, der schnappt sich hier gleich den Manfred Schneider. So, da sind wir auf welcher Position, kannst du kurz sagen? 12 und 13. So, ja, der Himmel dreht jetzt auf. Wenn er einen ähnlichen Topspeed hat, wie sein Teamkollegen, wobei der Peter Petikowski da eigentlich mal sehr exorbitant extrem fährt. Er hat jetzt einen Topspeed von 266. Das ist ordentlich. Er fährt halt auch ziemlich schnell, zwar nicht ganz so aggressiv wie sein Teamkollege, aber er fährt auch sehr, sehr schnell. So, oh, ich habe meinen Maus wieder hingekriegt. Oh, bin ich froh. Oh, da hat er jetzt irgendwas ganz fies gepiepst. Michael Welle fährt da in der Boxenausfahrt über die Linie. Das ist nicht gut. Warte mal wieder. Einigermaßen. Ich schaue mir das nochmal in der Wiederholung an, weil nicht, dass die das jetzt nicht gemerkt hätten und ich verpasste Michael jetzt gerade eine Strafe. Er berührt die Linie. Er fährt nicht drüber, er berührt die. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das ist nicht regelkonform, aber naja. Dann sollte sich, glaube ich, auf jeden Fall kein Vorteil da irgendwie verschafft haben. Michael hat sich jetzt auch äußerst bemüht, die verlorene Zeit durch den Dreher, den er hatte, wieder rauszuholen. Oh, Vukovac war hier gerade im Kies auf Platz 17, der letzte noch Fahrende. Also der letzte der noch Fahrenden. Vukovac ist von 1 gestartet, ja. So, jetzt kann ich auch mal wieder mein Live-Timing hier aktivieren mit der Maus. So, der vordere USB-Port hat mich jetzt gerettet. So, jetzt ist eigentlich im gesamten Feld überall ein ziemlich ziviler Abstand. Oh, bis auf Platz 3 und 4, Knebel und Fuhrmann, da ist im Moment der geringste Abstand. Aber Kai Knebel ist halt nicht der schwächste Fahrer auch. Also das wird wohl noch ein paar Ründchen dauern. Nee, Unsinn. Er hat ja was gut gemacht auf dem Martin. Sie sind ja zeitgleich aus der Box gefahren. Ah. Ja, und vorhin gesehen, also lag in Führung. Der Martin konnte, glaube ich, da sogar nur minimal abknabbern von dem Vorsprung. Beziehungsweise gut, wenn die beide aus der Box gleichzeitig kamen, hat er dann schon aufgeholt. Würde ich jetzt zeigen, wer mit den Reifen jetzt natürlich dann besser in dem Stint hier umgeht. Ja, beide ordentlich durch die Kurve. Ja, beim Anbremsen sieht man, dass der Martin da wirklich immer gut rankommt. Ja, es war auch schon immer so, dass der Martin halt auf der Bremse wirklich ein Ass ist. Ja, da wäre er echt ein Kandidat für. Oh, jetzt wird es aber sehr, sehr eng. Man muss da richtig in die Alten gehen, der Martin. Wenn er nur ein bisschen näher kommt, dann könnte er sich theoretisch sogar schon daneben setzen und könnte vorm Einlenken auf gleicher Höhe sein. Also würde er sogar hinkriegen. Ist dann noch die Frage, ob er
würde ich dann auf der Geraden dann so weit weg sein kann, dass er keinen Gegenangriff da vom Kai erwarten muss. Jetzt könnt ihr ihn packen. Moment, ich muss hier mal kurz was an der Tastatur nochmal machen. Jupp. Ja, hat das versucht eingangs dann, ich glaube die Sachskurve hat. Ich habe auch nochmal zurückgesteckt. Und der Alpina wirkt natürlich ziemlich bullig und ziemlich nassig gegen den kleineren Z4 da. Dafür ist der Z4 halt ein bisschen wendiger, oder wirkt er teilweise wieder so. Da wird natürlich das Rennen Monaco sehr interessant werden. So, sehe ich gerade im Timing Manfred Schneider an der Box. Gucken wir uns nochmal, ob der Martin Fuhrmann, ja, jetzt kommt er ran, jetzt könnte ein Angriff starten. Jetzt ist er auf jeden Fall in guter Position und setzt sich daneben, bremst an und lenkt als erster ein und ist vorbei. Schau mal, der Kai Knebel hat natürlich hier gerade jetzt einen ziemlichen Vorteil, also kann er richtig gut rausschlagen und setzt sich seinerseits wieder daneben. Schauen wir mal anbremsen. Nee, da ist der Martin einfach, wie Carsten ja schon sagte, einfach ein Ass. Also da macht keiner was vor. So, jetzt klappt die Tastatur endlich wieder. Dieter Himmel auf Platz 11 sehe ich jetzt gerade. Also kann sich nach wie vor ganz gut halten. Also Aston geht hier auf der Strecke in Hockenheim ganz ordentlich. Sehr knapp geht es jetzt, glaube ich, zwischen Manfred Schneider und Dan Tiefling, dem Gerhard. Und hier gucken wir jetzt gerade nochmal, ob der Kai nochmal an den Martin reinkommt. Also beim Anbremsen kann das eigentlich schon fast vergessen, würde ich sagen. Aber hier auf der Granden, naja, es ist auch schon ordentlich weit weg, also Topspeed technisch. So, Mirko Meier auf Platz 17 liegend steuert hier gerade die Box an. Welle gegen, Osterkamp gegen Schrottfahrt ist ja gerade das Duell auf Platz 13 und 14. So, da haben wir die beiden. Nein, nicht mehr die Maus. Was ist denn mit der Maus überhaupt los? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie nach einer Weile, wenn ich mich bewege, kommt aber nur noch die Meldung, Gerät nicht erkannt. Hat der den Port irgendwie deaktiviert oder was der denn? Ich weiß es nicht. Ich muss zumindest immer noch ein bisschen bewegen, habe ich das Gefühl. Ja, Christian Kohlsche auf Platz 7. Schauen wir mal kurz hin. Oh, da an deinem Tiefling. Gerhard. Gerade nochmal verfehlt. Da standen schon die Reifen. Kurz hier im Infield. Jetzt beschleunigen beide raus. Also, das könnte der Christian Kohlsche ein bisschen schneller. Guck dir schon mal, zeig dich schon mal. Jetzt, Ford kommt da ein bisschen weit raus. Ist aber, glaube ich, noch nicht so ganz in Schlagdistanz, also müsste noch ein klein bisschen aufholen. Uiuiui, das war schon sehr, sehr eng, gerade beim Anbremsen. Also die beiden fahren jetzt auf die Gerade, jetzt sind sie nebeneinander. Der Nissan zieht daneben. Ach, du redest von Kohlsche gegen Teller? Genau. Ach so, ich war hier bei, bei dem Duell, der Hasso dabei ist. So, ja, und Kohlsche ist vorbei.
Kulte hier entweder mit frischen Reifen oder, ja, er ist einfach schneller. Ja. Ja, er sah so aus, als ob der Gerd Zeller noch leicht bis an den Manfred Schneider dranbleiben könnte, aber er verlor dann doch recht schnell am Boden. Und fährt, glaube ich, jetzt in die Box. Ja, fährt in die Box. Die Boxenkuh steht schon bereit. Ja, sieht also nach Weichstab aus. Ich schätze mal, ich gucke jetzt gerade mal in dem Timing. Hat jetzt zwei Stops, soll ich stehen. Dahinter gesellt sich mal ein BMW gerade dazu. Ich denke auch, die meisten werden hier Zwei-Stopp-Strategie fahren. Es werden auch sicherlich welche dabei sein mit Einstopp, die halt zweimal voll tanken oder halt einmal zweimal fast voll tanken und dann jeweils den harten Reifen wählen. Also ich mache das meistens so, wenn ich das nicht erzähle, das einfach mal. Wenn wir jetzt im Sprintfahren sind und ich bin erstmal nicht so gut durchgekommen oder hat irgendwie einen Fehler oder sowas und bin weit hinten, also bin weit hinten gelandet, also weit vorne im zweiten Rennen, dann mache ich meistens eine Zwei-Stopp-Strategie. Ich plaudere das jetzt einfach aus, ist ja egal, ob jemand das weiß. Also, ich erzähle gleich weiter. Hier ist ein Kampf zwischen Michael Welle und Frank Bauer um Platz 2. Ja, sind wir gerade hingeswitcht. Gucken wir uns gerade mal an, der Michael ist jetzt richtig nahe gekommen. Da könnte es auch den Griff geben. Das Duell hatten wir vorhin schon mal. Ja. Ja, sieht man hier, Michael Welle hat einfach viel höheren Topspeed, selbst schon auf dieser kleineren Geraden. Kommt auch gut raus. Also ich denke, wenn er jetzt nicht tief läuft, wird er sich dann am Ende der Geraden schnappen. Ja, sieht jetzt ganz normal aus. Er hat 2 Zehntel nur, das ist sehr, sehr wenig. Also da wird er wohl ran vorbeikommen. Und das war wieder deine Maus. Hat's Piep gemacht? Ja, jedes Mal, wenn irgendwie deine Maus irgendwie verbindet oder nicht verbindet, dann gibt's dann so einen hellen Piepston. Aber das ist jetzt nicht unbedingt so störend. Oh. Ich hoffe mal, wenn ich jetzt bewege, gibt's dann einen Piepton? Gibt's jetzt? Ja. Jedes Mal, wenn ein Signal kommt, piept der. Also anscheinend, wenn ich die Maus während ich die Push-Taste drücke und dann bewege, anscheinend gibt es dann einen kleinen Piepton. Das ist natürlich auch blöd. Dabei war Michael kurz vorbei. Frank hat wieder gekontert, wie es aussieht. Ja, in der Spitze ist halt Michael innen vorbei und ist halt dann ein bisschen weit rausgekommen, dass Frank wieder innen vorbeiziehen konnte. Sind die Ball auch wieder ordentlich? Ich glaube, ja, jetzt sind sie gleich auf. Das gab eine berührende Leiste. Das geht auch ordentlich auf die Reifen. Also wäre das ein bisschen härter gewesen, der hätte Michael jetzt eine Frontschürze verloren gehabt. Und da wäre das sonst eigentlich gelaufen gewesen für ihn. Ja. Das stimmt. Oh, kommt ja weit raus aus der Kurve. Nicht optimal für sich. Ja, es sind noch 15 Minuten mehr auf der Uhr. Ich kann gleich mal auf die Uhr gucken, wenn ich mal wieder eine sehe. Der war in Führung, aber nicht wirklich absetzen können. Der Martin Fuhrmann vor dem Kai Knebel, der ihm wirklich nach wie vor im... Ach, das Überholmanöver haben wir eigentlich mitbekommen. Doch, da waren wir vor dem, da draußen, meine ich. Zumindest... Weiß ich nicht. kann er sich nicht wirklich absetzen. Dahinter würde ich die beiden hier auch ordentlich kämpfen. Frank Bauer, Michael Welle. Dicht dran. Aus der Kurve kommt immer sehr gut raus. Da ist die Corvette anscheinend ein bisschen schlechter. Oh.
Wenn der Frank Bauer dann nach Hause fahren kann, natürlich ideal. Aber jetzt gerade wieder hier dran. No, schiebt der Frank den Michael unweigerlich was an, oder Michael doch ein bisschen langsam. Ist wieder halb gedreht, aber ist ja erstmal jetzt vorbei. Kleiner Abstand zwischen den beiden. Schauen wir mal, Michael dran wieder auf letzter Rille. Der Frank jetzt nochmal rankommt. Und so es aussieht, setzt sich jetzt langsam der Martin Fuhrmann auch von dem Karl Knebel ab. Weißt du was? Ich glaube, meine Maus und deine Tastatur sind Geschwister. Meine geht nämlich auch andauernd aus. Oh. Ja, ich glaube, die beiden haben sich gesucht und gefunden, wie es scheint. So, mein Teamkollege, der Gerhard Zeller, könnte sich gleich ein Jahres Schreppfahrt holen. Da geht es um Platz 10. Also, es scheint, dass der Frank Bauer, ja, Frau Bauer ist an die Box gegangen. Was er jetzt auch tut, schon auf der Quaden. So, jetzt schauen wir mal zu deinem Teamkollegen, genau. Oh, ja, jetzt bremst er. Und ist vorbei. Und hier der Kampf um Platz 14, da ist Rieder vorne gegen Osterkamp. Ist ja eben schon aufgefallen, der Marinus Rieder hat einen sehr niedrigen, sehr hohen Flügel und der Hasse Osterkamp einen ziemlich niedrigen. Das heißt, obwohl der Abstand ziemlich groß ist, könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt noch was wird am Ende der Geraden. Ja, das ist nicht allzu groß, ja. Jetzt kommt der Hasse Osterkamp ran, Marinus zieht nach innen. Oh, ja. Also verschätze ich bananenlos. Berührt er fast noch die Reifen. Ja, sollte sich Maria so ein bisschen Luft verschaffen und können. Und der Christoph von Wojciechowski ist raus. Was war denn da passiert? Ui. Ich spule einfach mal ein bisschen zurück. Schauen wir mal an, was da passiert ist. Da haben wir auf jeden Fall einen DNF stehen. Also eventuell ein normaler Ausfall. Also ich weiß ja nicht, ob die Anzeige jetzt stimmen kann, aber beim Timing habe ich bei den Pitstops für Kai Knebel eine 4 stehen. Also da bin ich nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Das ist ja ganz komisch. Christoph von Wojciechowski fährt einfach in eine Box und parkt ein. Cool. Wahnsinn. Okay. Vielleicht hat er irgendwie sein Kind, was er vorhin zur Welt gebracht hat, irgendwie Probleme gemacht oder so. Das Kind kam auf die Rennstrecke. Henning Wollert hier auf Platz 6, ja, im Hauptrennen auf jeden Fall recht solide hier unterwegs. Frank Bauer macht dann Schritt jetzt auf Platz 7. Marinus Rieder schnappt, ui, war ganz knapp, war gerade drauf und dran, sich Stefan Huberts in der Corvette zu schnappen. Ja, das wird auch sehr interessant, der Hase Osterkamp ist nämlich auch wieder dran. Oh, wird eine ganz breite Linie. Oh, jetzt auch aufs Grab, also halt deine Emotionen unter Kontrolle. Oh, und der Stefan Buckwart lässt ihn sozusagen vorbei. Ah, den Hasso Osterkamp hält er nochmal. Sehr gut, das ist natürlich ein guter Puffer jetzt für den Marine. Also so freiwillig ist das anscheinend doch nicht zu kriegen. Jetzt, ja, der Speed.
Als Verteidigung auch. Allerdings der 12 platzierte Dieter Himmel ist jetzt ein bisschen weit weg für Marinus, also dass er ihn da irgendwie jetzt kriegen könnte und weiteren Puffer einsetzen könnte zwischen sich und Hasso. Das heißt, oder Ferrari kommt dann leicht zu schwimmen. Okay, der Christoph von Borzikowski schreibt mich gerade an, der musste also jetzt aufhören, weil er zur Arbeit muss. Oh. Das ist natürlich schade. Ja. Aber gut, klar, beruht natürlich vor. Oh, Hasso. Der hat uns vorhin schon schön uns Fahrern schon schön demonstriert, wo man gerade nicht langfahren darf und tut zwar genau das Gegenteil. Ja, er fährt ja wirklich sehr aggressiv. Oh, meine Maus wieder bringen. Sehr gut. Haben wir gerade geschafft. Und da, eieiei. Marinus bremst da auch wieder sehr spät. Kommt gerade noch ein bisschen besser raus aus der Kurve als Hasso. Hasso könnte mit seinem höheren Topspeed aber wieder sehr dicht an ihn ran schaffen. Gucken. No! Ja. So was er nicht, aber er arbeitet sich langsam an Marinos Rand. Er readet quasi das Verhalten von Marinos wieder. Den muss ich von Gott mir leiden. So, heute ist Karneval. Schönen Gruß an dieser Stelle an die beiden Teamkollegen von Marinus Rieder, an den Dietmar Blaskowski und den Ralf Mahr. Marinus schlägt sich hier wieder ordentlich, also auch aufgrund seines nicht perfekt liegenden Wagens wird er sich hier noch erfolgreich, den eigentlich wesentlich schneller dann Hasso Osterkamp. Aber gucken wir mal. Sind die beiden eigentlich auch karnevalsbedingt nicht da, oder? Beim Ralf Mahr ist, glaube ich, nicht karnevalsbedingt. Nee, da auf jeden Fall nicht. Bei den Dietmar Blaskowski weiß ich es gerade nicht genau. Da habe ich jetzt keine Info, was da los ist. Eventuell hat er ein anderes Event, was sich überschnitten hat. So, jetzt. Hasso Osterkamp. Ja, Marius bremst auch spät. Der Wagen rotiert, oder fahren wir die Seite. Ja, das und könnte man voraussehen, dass das nichts wird, diese Überholmanöver. Achso, und was hat er jetzt vorhin verloren? Hat er seine Front verloren? Der Wagen ist übelst eingedrückt. Und der. Ja, da würde ich jetzt eher sagen, das war auch Hassos Schuld. Ja. Weil, er gibt halt Gas, obwohl er noch neben ihm ist und er muss noch weiter raus. Also, Marinus ist noch neben ihm und er gibt schon Gas und, Marinus kann sich halt einfach nicht in Luft auflösen, wie man so schön sagt. Und der Stefan Hugo, jetzt kommt da vorne sehr quer, könnte gerade noch abfangen. Dieter Himmel steht an der Box ganz knapp vor Rennende noch. Und? Achso, Henning Wollert hat den Did Not Finished, was ist da passiert? Did Not Finished, Entschuldigung. Das schaue ich mir gerade nochmal an in der Wiederholung. Ja. Er hält einfach irgendwann mitten auf der Strecke an und drückt Escape. Auch nicht dicht. Okay. Also entweder die Berufszeiten hier alle sehr merkwürdig. Oder ich weiß auch nicht. Und Thomas Sutt klebt. Nee, Quatsch, er klebt nicht an Stefan. Doch, natürlich. Wieso macht er denn da Platz? Stefan, was ist mit dir los? Da sehe ich gerade, ja, Rani hat sich gerade geändert. Thomas Ritter ist recht kampflos hier vorbeigegangen. Jetzt auf Platz 7, Stefan Dennecke auf 8. Wer steht denn in der Box? Ach, das ist Hasso. Ja, ich habe schon gedacht, Michael Wölle wird in der Box stehen. Also ich sag jetzt mal, wenn auf den Plätzen 1 bis, naja, sagen wir mal,
1 bis 6 sich keiner mehr vertut, dann wird die werden die Platzierungen auf diesen Plätzen so bleiben. Ja, die sind da nicht echt relativ weit auseinander. Also so 5 bis 15 Sekunden Abstand, das wird wohl so bleiben. Wir schauen mal ab und zu führenden. Oh, Hasso Osterkamp direkt hinter seinem Teamkollegen Michael Welle. Das ist aber rundenübergreifend. Ah, ja. Die beiden mal hier im Formationsflug. Schönes Bild, aber ja, wie gesagt, eine Runde auseinander. Ui, runter Michael sehr quer. Ja, will er seinen Teamkollegen Platz machen, dass er vielleicht noch die Möglichkeit hat, irgendwo ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Den Henning Wollert, der ist jetzt direkt vor Hasso Osterkamp, aber der ist ja schon raus. Den muss ich da Hasso auf jeden Fall noch schnappen. Ja, der nächste Konkurrent von Hasso Osterkamp, der ist jetzt schon zwei Sektoren weiter, also das wird wohl nicht mehr werden. Ja, wenn Martin vorhin hier vorne seine Runden weiter kontinuierlich abspult. Und Stefan Deniger scheint sich wohl gedreht zu haben. Ja, weil er ist auf einmal ein ganzes Stück weg von Thomas Sutt und Gerd Zeller ist auch mein Teamkollege im Ford GT ist schon vorbei. Da schaue ich mir nochmal an, was da jetzt passiert ist. Nee, mein Teamkollege war einfach schneller. Ja, keine Ahnung, Stefan ist irgendwie sehr langsam auf einmal. Vielleicht hat er seine Reifen etwas am Ende inzwischen, aber hat ihn zum Lebensende gebracht. Und versucht jetzt vielleicht noch über die letzten Minuten zu kommen, ohne noch einen Stopp nochmal einlegen zu müssen. Das Rennen müsste jetzt in dieser Runde zu Ende gehen. Wir haben 1,0 von 1,0 Stunden, das müsste die letzte Runde sein. Ui, ich habe jetzt noch 2 Minuten stehen, aber wir schauen jetzt mal. Wir bleiben mal auf dem Martin Fuhrmann vorne. Ja, so bei mir der Stream hier ruckelt bei mir ein bisschen, beziehungsweise ich hoffe, dass es im Stream nicht ruckelt. Aber ich habe ja leichte FPS-Einbrüche. Oh, verdammt, falsche Taste. So, Martin von kommt hier auf die Gerade. Ne, er fährt nochmal rüber. Das heißt, wir müssten jetzt in der letzten Runde sein. Ich habe jetzt noch 1 Minute 13 auf der Uhr oben stehen. Das heißt, wir sind jetzt in der letzten Runde. Das ist jetzt definitiv die letzte Runde. Also jetzt sind wir auf dem zweiten Sektor und da sind noch 1 Minute Restzeit. Ja, ich denke, das wird er sicher jetzt noch heimschaukeln. Oh, was ist das? Marinus Rieder an Dieter Hemme vorbei, 11 und 12. Und Dieter Hemme aber dicht an Marinus dran. Und jetzt gegen Rennen vielleicht noch interessant zu erwähnen, die schnellste Rennrunde ist von Michael Welle gefahren worden, das ist eine 28,9. Das war einigermaßen flott, ja. Also, das ist sehr flott. Es ist gerade mal 2 Zehntel langsamer als seine Quali-Zeit, also das ist wirklich sehr flott. So, damit ist das Rennen zeitlich zu Ende und Martin Fuhrmann biegt jetzt in die letzte Kurve ein und kommt auf Start und Ziel und gewinnt den großen Preis von Deutschland. Glückwunsch an Martin Fuhrmann auf Platz 1. So, wo ist der Dusch? Von dem doch noch belohnten Kai Knebel auf Platz 2. Und Michael Welle auf die 3. So. Manfred Schneider biegt jetzt auch. Ja, also Traumergebnis hier für SKS. Kai Knebel auf 2 und Manfred Schneider auf 4.
Ja, Kulte und Bauer gehen hier gerade noch so ein bisschen, beziehungsweise sind nicht so weit auseinander. Aber jetzt irgendwie dürfte eigentlich nicht mehr so viel passieren, dass dann einer von beiden vertut sich da nochmal. Aber sind jetzt eigentlich auch in einem Kurvengeschlänge, wo eigentlich keinen Ankatz. Oh, der war wieder oh. Das gibt's ja wohl nicht! Das war da der Christian Kulte schon wieder fährt, der hat sehr kaputte Reifen. Ja, in der letzten Kurve wird er dann überholt. Das gibt's ja gar nicht. Ein Hammer, meine. Wer ist da jetzt dazugekommen gerade? Ach, sag hallo. Hey, Marinus. Ach, der Marinus. Oh, ich bin abgekämpft. Mir tut alles weh. Hey. Platz 11 noch vorne, denkst du, ordentlich ordentlich. Ja, es hätte aber viel besser ausgehen können. Er hat ein gutes Setup, aber der Michael Welle ist dann, nachdem er über den Curb hinaus von der Strecke gekommen ist, wieder etwas unsicher auf die Strecke zurück. Das hat mein Frontsplitter gekostet. Also mein Auto war vorne links und hinten rechts komplett gelb. Also vorne hat der Splitter gefehlt. Reparaturstopp, Strategie umstellen und das nach der fünften Runde. Ich könnte, ja, ich sag's jetzt lieber nicht. Erstmal sagen müssen, genau. Schauen wir mal weiter. Ja, wie habt ihr die Situation gesehen? Ich kann es jetzt nur aus meinem Auto beurteilen, aber ich weiß nicht, ob ihr da im Moment drauf wart, wo das Ganze passiert ist. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass wir irgendwie eine Situation mit Michael und dir gehabt hatten, wo du dann den Frontsplitter verloren hast. Was da genau passiert ist, das weiß ich aber nicht mehr genau. Aber war ein hartes Rennen, war wirklich sehr hart. Besonders jetzt am Schluss noch mit einem weichen Reifen. Ich bin ja, wollte eigentlich zweimal Mantel fahren, hatte gute Balance. Aber klar, wenn dann die Aufhängung hinten und vorne etwas beschädigt ist, dann macht es das Ganze nicht leichter. Ja, im guten Ochsen ist Ziel gekommen, Sprintrennen Platz 6. Auf jeden Fall gutes Rennen. Ich hole jetzt mal die ersten drei hier runter. Genau. So, Michael Mann, dann war das glaube ich der Kai, genau. Jupp. Ja, der Kai war. So. Oh. So, Glückwunsch, Martin, schon mal. Ja, von mir auf jeden Fall. Dankeschön. Alter Schwede. Tut mir die Knochen weh. Ja, das war ein verdammt hartes Rennen. Also, Martin, erzähl mal ein bisschen. Also, war sehr interessant beim Start, ist ja schon super nach vorne gekommen. Ja, ich brauche gar nicht mehr zu erzählen, wenn mir alles wegnimmt. Ne? Okay, ja. Jetzt du. Ja, nochmal Start war total geil. War zwar nicht überoptimal, aber es ging gut nach vorne, ab durch die Mitte. Der Mensch hat nur gesagt, oh, was ist denn hier los? Ich hab voll gestanden. Und er war total klasse, da war ich schon in der zweiten Kurve, war ich dann schon durchs heiße Feld, da war ich schon Zehnter. Ja, und dann hieß es, nach einer Hand schnupfen, also zu gehen. Ja, bis dann, wann der Kai da war. Okay. Den hatte ich dann am Box, nach dem Boxenstopp genau vor mir. Dann hätte ich fast über einen Haufen erfahren, weil er so spät den Boxenlimit herausgenommen hat. Da musste ich schon mal wieder zucken. Ja, wie viel Kilometer bist du losgefahren? Mit 80. Okay. Und ja, dann habe ich mit dem Kai mich ja noch ein bisschen amüsiert. Ne? War echt. Ach, stimmt, das war schon eine nette Sache. Ey. Wo ihr da so gleichzeitig aus der Box rausgekommen seid, ja, das hatten wir auch. Genau, hat Spaß gemacht mit Kai. Super, super fair, der Kai, ne? Kann man den beschweren? Ich hoffe, der Kai kann sich auch nicht beschweren. Nee. Ja. Auf der Bremse kann ich dich halt nicht so schlagen. Ja, Martin, auf der Bremse haben wir nicht gesehen. Du konntest da wirklich sehr, sehr viel Boden gut machen. Das hat man auch schon im ersten ein bisschen gesehen. Also wirklich sehr gut abgestimmten Wagen, was das wohl angeht. Ja, das war glaube ich das Einzige, was an dem Auto wirklich gut war, aber die Bremse, alles andere war eher suboptimal. Ja, aber die Bremse, die stammt noch aus dem letzten Jahr, ne? Die annähernd aus dem letzten Jahr, genau. Dafür hast du es vorher weggeschaut. Ja. Ja, Carsten. Ansonsten lief das ja echt geschmiert, also kann mich nicht beklagen. Ja, nochmal Glückwunsch. Carsten, noch Fragen? Nö, nur Glückwünsche. Blitzsauber, ich würde jetzt, wäre ich Niki Lauda, würde ich die Mütze abziehen und sagen, aber jetzt war Blitzsauber, das war nicht.
Ja, obwohl ich sagen muss, na, der Mischa, der hätte eigentlich viel mehr Chancen gehabt, aber der war, hat da irgendwas gehabt. Also wenn der Mischa freie Fahrt gehabt hätte, dann hätte der Mischa gnadenlos vernagelt, ja. Ausnahmsweise. Ja. Danke, danke, aber ich, ja, ja, ja. Ach, okay. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir mal den Michael zu Wort kommen. Ja, wie war dein Rennen? Ja, ich hoffe, dass ich... Ist doch egal. Mach nee, den Michael also, weiter. Also ich habe den Start verpennt, das gebe ich zu. Sind alle losgefahren, nur ich. Damit fing das Elend schon an. Und dann war ich, irgendwann habe ich mich verbremst, bin ich leicht links von der Strecke, dann bin ich wieder rein, dann bin ich mit Marius korrigiert. Mhm. Dann muss ich ja, danke ihr, schön. Ja, entschuldige mein mich Rennen war am Arsch. Ja, ich entschuldige mich ja. Ja, ist schon in Ordnung, ich kann passieren. Und einen unschweren Schaden, ich habe da hinterher, ich war auf weichen Reifen, die letzten vier Runden im ersten Szenen echte Probleme mit den Reifen. Aber dann hat man hat ja gesehen. Nach dem Boxenstopp, was ich dann für Potenzial eigentlich hatte. Ja. Okay, ich bin Dritter geworden, ich hätte Kai noch gerne geklackt, aber das war nicht möglich. Der war nicht drin. Ja. Jo, auf jeden Fall auch da Glückwunsch. Ja, Kai, du eigentlich als Zweiter. Bist hier, warum bist du eigentlich jetzt Pole gestartet? Oh, Entschuldigung. Nee, nicht vom Pole. Ich glaube, Fünfter war ich. Fünfter. Aber der Degenkolbe, der musste ja dann rein. Die anderen ja, genau. Am das Start waren wir dem Jörg Degenkolbe auch. Ui. Irgendwie war außen Platz. Vorne bis zum Bockenstopp. Ich habe schon gesehen, der Martin die letzten Runden hat er aufgeholt von 12 auf 7 Sekunden, also in 4 Runden. Ja, und dann war er dran, weil er voller war. Und ja, war dran, hat sich angesaugt und vorbei. Zwar noch versucht gegenzuhalten, dann nochmal anzugreifen, aber was bringt's, wenn wir beide uns da fighten, wir machen die Reifen kaputt. Und dann kommt nur der Michael und freut sich, das wollte ich nicht. Und mich hätte das gefreut ohne Ende. Ich muss ja speziell sagen, Kai, ich hatte dich eigentlich als Geheimfavorit auf der Liste. Ich habe mir schon beim Reinfahren in die Startaufstellung gedacht, der Kai da vorne drin ist einer, wenn er da durchkommt und schnell an der Meute vorbeifährt, dann kann er da oben vorne ein bisschen Abstand rausfahren. Ja, und wo wir dann, der Martin an mir vorbei war, haben wir gedacht, die Jagd beginnt. Ja. Ja, dann noch sehr gutes Teamergebnis natürlich wieder für das SKS-Team. Ups. Der Manfred war, glaube ich, jetzt auf 4, ne? Ja, der hat irgendeinen Zwischenfall gehabt. Ich gehe wieder runter, machen wir weiter. Bin schon fertig gewesen. Mach ruhig weiter. Gutes Teamergebnis für das SKS Racing Team hier an der Stelle. Ja, er hat so den Meisterschaftsstand nicht so im Kopf, aber denke mal, er hat da noch ein gutes Wörtchen mitzureden. Ja, ich glaube, Dominik und Martin, die sind schon stark als Team zusammen. Ja, muss mal schauen, es sind noch viele Rennen, da kann noch viel passieren. Ist noch alles offen, kann auch noch Strafen hageln ohne Ende und so weiter. Ja. Man weiß nicht, was passiert. Ja. Kann ja auch mal ein Ausfall passieren, ne? Also eins muss Sag ich... Sag mal. Achso, ja, sag du. Ich wollte mich, wenn schon hier die Person anwesend ist, durch mich nochmal beim Hasso bedanken für den schönen Zweikampf. Er hat dann leider mein Heck beim Anbremsen berührt und hat dann das Auto nicht mehr abfangen können. Wäre interessant geworden, aber ich muss sagen, es war nach dem abgefallenen Frontsplitter und ringsrum Beschädigungen nicht mehr einfach, überhaupt in den Rhythmus reinzukommen. Ja, ihr habt dann auch einen sehr interessanten Zweikampf gehabt, Hasso und Marinus, wo du dann innen warst und Hasso dann beim Rausbeschleunigen da dich dann berührt hat und gnadenlos abgeflogen ist. Also Hasso stand wahrscheinlich zu früh auf dem Gas oder was war das? Nö, ich stand schon rechtzeitig auf dem Gas. Der Marinus hat leider vergessen, aufs Gas zu treten. Ja gut, ich konnte nicht mehr. Also ich muss dazu sagen, meine Aufhängung war vorne auf der Fahrerseite kaputt und hinten auf der Beifahrerseite und gerade vorne links ist es eh ein Reifen, der bei mir sehr anfällig ist und den hat es dann dadurch immer mehr und mehr aufgeheizt. Also ich musste mich extrem breit machen und ich konnte lang nicht so früh ans Gas gehen. Mein einziger Vorteil war, dass ich Teile von Martins Setup auf Michaels Setup adaptiert habe und dann deswegen war die Bremse relativ gut. Deswegen war eigentlich auch so die Anfangsphase im Stundenrennen bei mir sehr gut. Da konnte ich eigentlich um die Gruppe Welle und
Schneider mithalten. Ja, und umso trauriger war es, dass der Michael etwas ungünstig wieder auf die Strecke zurückgekommen ist und mein Frontsplitter gemeint hat, er müsste jetzt abfallen. Ja, sowas kann passieren. Ich habe dann das Rennen trotzdem. Hat ja dann den Ausgleich fürs Team gegeben, habe ich dann meinen Frontsplitter verloren. Ja. Ich konnte ihn aber nicht anschrauben. Naja, ich hätte dich auf jeden Fall gnadenlos vernagelt. Ich hätte dich gekriegt, aber tja, hätte und aber. Ja, so wie sich Carstens Tastatur und meine Maus hier einziehen, ziehen sich auf der Strecke anscheinend Gasoline Devils und Chaos Racing an. Also ich glaube, der Himmel hatte Sprit, bei dem war der Sprit aus. Also der Dieter ist auf einmal auf der Geraden mit zirkelndem Motor hinter mir hergefahren und dem ging in der letzten Runde der Sprit aus. Eieiei. Naja, weiß einer von euch, was genau mit dem Jörg Degenkolbe passiert ist? Ja gut, der hat ihn bestraft. Der hat aufgegeben. Also bei mir stand disqualifiziert. Also meine Theorie war nämlich, dass er einen Frühstart gemacht hat und wollte an die Box, um seine Stop-Go abzusitzen. Und dann hat er aber irgendwie vergessen, das Stop-and-Go anzuwählen und dann wollte er noch eine Runde raus und dann wieder in die Box, aber das war dann irgendwie schon zu spät, dass er disqualifiziert wurde. Oh, das ist dumm. So war das. Er hat auch erst gedacht, er hätte aufgegeben, aber dann habe ich gesehen, da stand disqualifiziert. Na, kann es eigentlich nur so gewesen sein. Man darf ja nicht vergessen, er hat ja eh schon eine Strafe gehabt und wenn sich das miteinander addiert, gaben da gewisse immer einen Fehler zusammen. Kann ich mir so vorstellen. Naja, man muss das schon anwählen. Wenn man das nicht anwählt, dann hat man da ein Problem, ne? Ja, nach, glaube ich, drei Runden sind es, ist dann halt Tutti. Ja, aber Kaffee hat nur gesehen, dass beim Boxenstopp der Wagen wirklich da auch angehoben wurde. Das heißt, die haben anscheinend wirklich einen regulären Stopp gemacht. Dann, ja. Und wir hatten ja erst schon gedacht, der hätte irgendwie aus Versehen mit einem Quali-Setup oder so gefahren. Aber, ja. Ja gut, das sind 3 Punkte, die sind halt jetzt weg im Endeffekt, ja. Ich glaube, 3 Punkte gibt es ja, wenn man in Zielankunft fährt. Ja. Gut, alles klar. Also auf jeden Fall danke an die Beteiligten. War wieder ein spannendes Rennen, wie bis jetzt jedes hier. Also es entwickelt sich wirklich großartig, würde ich sagen, in der Saison. Kompliment an alle Fahrer an dieser Stelle, auch die jetzt hier vielleicht nicht gerade im Channel sind. Ja. Ist eine tolle Meisterschaft. Macht alle weiter so. Und ja, noch hier ein paar letzte Schlussworte. Ja, ich möchte sagen. Ich habe beide Rennen zu Ende gefahren. Juhu! Ja, und wir waren nur eine Sekunde langsamer als letztes Jahr. Ja, und dann an alle, soviel ich weiß, haben wir ja sofort am Sonntag nächste Rennen, ne? Ja. Brennt schon die Luft, ey. Dann brennt schon die Luft. Auf der neuen Strecke von Silverstone. Oh, hauerha. Ja, da wird es richtig schnell, richtig Action und ganz wenig Windschatten. Genau. Also, nächste Woche wieder einschalten. Danke sagen die Kommentatoren Carsten Willem und Roland Niemann. Und danke nochmal an alle Beteiligten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.